This whole vlogging thing isn't very easy. Judge, weißt du, wie schwer das Ding ist? Yeah, it's a difficult word. Auf 2000 Meter trainiert. Ja, ich mache hier Kekse gerade für Otti. Diese Woche, also abgesehen von dem Highlight, dass Otti heute Geburtstag hat. Ein bisschen, sag ich mal, der normale Trainingsalltag wieder angefangen. Then stay tuned. Ja, genau. Eigentlich trinke ich morgens immer erstmal einen Espresso, um überhaupt aufzuwachen. Ja, und dann gibt es Haferflocken, so einfach in Wasser aufgelöst, also in heißem Wasser aufgelöst, in heißem Wasser aufgelöst mit so gequetschter Banane und Mandelmilch. Also wir laufen in den Wildpark, dann so einmal rechts rum um den Berg, also über den Berg, und dann zum Bahndamm und dann bei 6 Kilometer drehen und dann wieder gleichen Weg zurück. Okay? So ein paar Termine kommen auch wieder auf den Kalender. Also jetzt die KLD in Leipzig an. Ja, das ist einfach die normale Leistungsüberprüfung, die wir so 2 bis 3 Mal im Jahr machen. Und danach haben wir ein Bundesliga-Rennen, was dann auf Swift stattfinden wird. Direkt ins Trainingslager, so ein bisschen in die Berge, in der Nähe von Stuttgart. Und nach dem Trainingslager in den Bergen. Ja, kommen wir erstmal zurück nach Potsdam und dann geht es auch schon ins Höhentrainingslager, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wohin. Kommt ein bisschen natürlich darauf an, wie es mit den Schwimmhallen dort aussieht. Ja, aber sobald wir mehr wissen, da sagen wir Bescheid. Also, weil Otti heute Geburtstag hat, machen wir ein bisschen, also kein Geburtstagskuchen, aber Geburtstagskekse. Kekse zum ersten Mal. Mal sehen, wie das wird. Leider nicht so hundemäßige Förmchen, aber wir haben einmal so ein, naja, also fast aus wie ein Reh. Und Otti mag gerne Rehe, weil sie jagt die sehr gerne. Und ein Tannenbaum. Das ist Ottis Lieblingsbaumart. Also nächste Woche Sonntag ist es, ne? Ja. Ja, also nächste Woche Sonntag ist mein erster Wettkampf 2020 tatsächlich. Genau, also das Bundesliga-Rennen wird auf Swift stattfinden. Also ja, es ist eigentlich ein ganz normales Swift-Radrennen.
und nennt sich dann Bundesliga-Rennen. Ich bin schon gespannt, es wird mein erstes Rennen überhaupt auf Swift sein. Und generell fahre ich auch nicht viel auf der Rolle oder nicht viel auf Swift, weil es ist einfach, ja, mehr mag draußen zu fahren. Aber ja, ich denke, es wird trotzdem ganz lustig und anstrengend werden. Und ja, da es ja ein Online-Rennen ist, können selbstverständlich auch alle von zu Hause aus mitschauen. Und ja, den Link wird es dann noch geben und den posten wir dann bestimmt. Was denn, Sprints? Ich glaube, mein Vorbau ist schräg. Ja. Weil ich verstehe kein Wort. So. Nee, eigentlich regnet es nur draußen. Wieder ganz doll. Ich fahre heute ein Programm auf der Rolle. Und das ist ja, ein Sprintprogramm würde ich es jetzt mal nennen. Also zweimal, viermal 20 Sekunden schnell auf 2 Minuten und dazwischen 10 Minuten Serienpause. In 2 Tagen eine Leistungsüberprüfung in Leipzig. Von daher will ich jetzt, sagen wir auch nicht, oh, Pucci, es geht weg. Will ich jetzt auch nicht zu sehr übertreiben. Also, ja, ich weiß, es soll eigentlich richtig die Sprints fahren, aber man weiß ja, wie man ist. Und wenn man dann bald einen Test hat oder so, dann versucht man ja immer ein bisschen noch was einzusparen. Ja, heute ist Sonntag und wir fahren heute nach Leipzig zur KLD. Also die KLD ist erst Montag, Dienstag, aber wir reisen immer so ja, einen Tag vorher an oder einen Abend vorher an. Und ja, heute früh war die Nada noch da, hatte eine Dopingkontrolle um 5.20 Uhr, das war sehr früh und es ging dafür ganz schnell und um 6 war ich schon fertig. Vlog mit der KLD und ja, wir werden mal ein bisschen aufnehmen, wie wir so dahin reisen und ja, was wir da so machen. Ich meine, es ist ja nur eine KLD, aber ein bisschen soll man das ja wie einen Wettkampf sehen. Ja, was denn, was soll ich dir noch erzählen? Stay tuned. Nee, das. Dann bis nächste Woche. This is, I guess, a little disclaimer. I'm not very good at editing. And we don't really know how this whole vlog thing works. Obviously, this time in sort of quarantine has been very good to watch a lot of YouTube videos, which we have done, obviously. And maybe we've learned something from it. I guess, like I said before, we want to document how Laura spends her time from now all the way until Tokyo 2021. We wanted to do this last year, but we didn't really get around to it, didn't really have the time and the equipment. And luckily now we do. The people out there that don't really have a chance to get to the Olympic Games or are a little bit detached from what high performance sport is, maybe this is an interesting insight in what someone like that does. And I promise I will work on my editing. There's some people around us that are going to help us with that, so obviously we're very thankful for that. And maybe we'll even get a better camera than the GoPro that we have now. But I guess for the intents and purposes that we're doing this, for now it's going to be okay. And I will work on subtitles. That's why for now we're doing it partly in English, partly in German, so that's a little bit of everything for everyone. But we will get the subtitles in there once we figure out how that works. Alright, see ya.